Okay, so. Mal schauen, wo wir die nächste Mission finden. 1500 Real haben wir bekommen. Den Ort haben wir jetzt nicht entdeckt. Was ist das denn da jetzt eigentlich? Sie haben dieses Ereignis entdeckt. Okay. Und was bringt mir das jetzt? Kann ich den fangen oder wie? Ah ja, wir müssen nie auf dem Weg zur Hauptmission, müssen wir daran ja vorbei. Das heißt, ich, ja, bin auf dem Weg mal dahin. Ich meine, ich könnte zwar jetzt auch noch sagen, ich entdecke hier den Ort da hinten. Dann hätten wir nämlich einen. Aber das ist nicht so schlimm, ich kann auch von da aus reisen und dann hier so rum oder von da, nach hier, das geht eigentlich auch. Das ist nicht so wichtig. Auf jeden Fall schauen wir mal, das wurde mit dem letzten Patch jetzt eingeführt. Okay, ich nehme jetzt gerade am 26.11. auf. Ja, ich weiß, heute ist erst Part 5 hochgekommen und das ist jetzt hier schon Part irgendwas über 30. Ja, ich habe ziemlich viel aufgenommen, aber das mache ich halt immer wirklich, damit ich diese Aufnahme, damit ich das habe. Alle auf Vorrat, weil ich gehe arbeiten richtig lange und dann ist das einfach gut, wenn ich dann, sag ich mal, abends ist es jetzt gerade, wie viel haben wir jetzt gerade? Ja, kurz vor 10. Ja, dann nehme ich halt wirklich von 8 bis 10 Uhr auf und dann war's. Das sind da 2 Stunden gewesen. Ja, wenn ich das jeden Tag mache, kommen da ja bei 2 Stunden gut so 6 Parts zusammen. Jetzt schaue ich mal, ob wir den, können wir den irgendwie jagen? Also können wir so einen weißen Wal fangen? Scheint mir fast so, oder? Ach, wie geil, mit Harponieren beginnt. Super. Ich denke mal, das können wir richtig teuer verkaufen, dann dieses, das sind halt so Online-Events, die werden dann auch meinen Freunden mitgeteilt. Also wenn einer das findet, wird das sozusagen den Freunden auch mitgeteilt, von wegen, ja, hier, da an der Stelle hat das jemand entdeckt, da kannst du es jetzt, sag ich mal, finden. Sicher das Seil! Der weiße Wal. Achtung, er zieht! Wo ist denn der jetzt hin? Oh, scheiße, ich hab schon das Seil weggerissen. Ah, ja! Ui, der hat einige, ich denke mal, da fehlen uns die Harpunen für. Er wird schwächer. Ich denke mal, nee, wir werden das wahrscheinlich nicht schaffen. Schnell, bevor er mit dem Schwanz schlägt. Okay, das machen die normalen Wale auch. Seht ihr das, Leute? Okay, der taucht ab. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen mit den wenigen Harpunen, die wir haben. Das wird nicht möglich sein. Da kommt er wieder. Festhalten! Er zieht an, Captain. Er will uns versenken. Das ist halt so ein, sag ich mal, ein richtig starkes Tier. Da hinten ist er. Da ist er! An Backbord! Kommt was auf uns zu, oder? Das Seil hält stand! Okay. Es geht los! 13 Harpunen. Da muss jetzt echt jede Harpune sitzen. Aber so groß wie der ist, können wir uns da eigentlich, können wir das gar nicht verfehlen. Gut. Wir müssen halt immer darauf an, dass wir den wirklich sicher treffen. Alter, der zerstört ja echt unser Schiff. Okay, wir müssen, glaube ich, ein bisschen warten. Ich glaube, wenn er wirklich kurz davor ist, mit dem Schwanz zu schlagen, dann müssen wir das werfen. Wir haben das immer zu früh geworfen. Weil unser Boot geht echt gleich kaputt. Sichtung an Backbord! Backbord ist hier. Wir haben ihn an der Leine, Sir! Es geht los! Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich muss echt darauf achten, dass ich ihn treffe. Und jetzt zerscheppert unser Boot gleich. Das Biest ist verletzt! Achtung! Schwanzflosse! Genau, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt. Ja, der synchronisiert Ruderboot zerstört. Na krass, okay, gut, das werde ich glaube ich mal nicht machen. Ich glaube, das lassen wir. Dafür fehlen uns auch die Harpunen. Ich kann mal gucken kurz. Nein, das wollte ich eigentlich nicht machen. E zum Überspringen halten. Und auch E halten, um zum Schiff zurückzukehren. Kacke. Rudern wir zum Schiff zurück, Jungs. Ich will eigentlich nur. Wir werden ihn ein andermal fangen, Sir. Ja, das ist kein Problem. Ich wollte eigentlich auch gar nicht hier unbedingt weg. Ich muss nur aus dem Bereich raus. Genau. Um zu gucken, ob dieses Upgrade, sag ich mal, fürs Ruderboot und für die ganzen Harpunen und so, ob ich das jetzt. Ich glaube, das kostet mich aber Holz. Soweit ich weiß. Einen Moment, wieso kommen wir hier nicht rein? Hä? Wieso kommen wir nicht unser. Okay, komisch. Naja, okay, gut. Wir wollten da ja eh nicht hin. Wir wollten ja. Okay, gut, wenn wir da unten nicht reinkommen, warum auch immer, dann lasse ich es jetzt gerade. Kümmern wir uns irgendwann später um den weißen Wal. Ich meine, der ist jetzt noch 9 Stunden, das mache ich dann einfach offscreen. Ich sag euch dann, was der mir gebracht hat. So an sich ist an dem jetzt noch nichts Besonderes dran. Außer, dass es ein weißer Wal ist halt, ne? So, wie weit ist die Hauptmission entfernt? Oh, nicht so weit, das geht eigentlich.
Ich markiere sie mir aber trotzdem, ich will immer gerne wissen, wie weit ich noch zu segeln habe. Okay, das scheint ein Schiff zu sein. Aber deswegen bin ich wirklich schon ganz froh, dass ich offscreen halt immer wieder so ein paar Inseln erkundet habe, damit man reisen kann. Denn klar, mit der Zeit kommt man immer wieder auf Inseln auch so, aber ist halt wirklich blöd. Gut, dann sammeln wir das mal auf. Vielleicht ist das ja jetzt richtig viel Holz. Treibgut. Stoff mal zwei können wir auch so gebrauchen. Nicht. Damit konnte man halt die Mannschaftsquartiere aufwerten, damit man ganz viele Crew-Leute anheuern kann. Habe ich aber schon genug. Also mehr kann ich gar nicht anheuern, wie der Balken voll ist, glaube ich. Gut gesungen, Männer. Ich danke. Gut, jetzt können wir mal aufhören zu singen. Oder? Nee. Lasst uns was singen. Ah, das Lied kenne ich schon. Mord und Totschlag. Hört sich interessant an. Spürst du es, AD? Nur ein Moment rennt uns vom größten aller Schätze. Ich spüre nur heißen Wind in den Ohren, Captain. Komm schon, Mann. Wenn wir diesen Schatz finden, haben wir ausgesorgt. Allesamt. Zehnfach. Ja, wahrscheinlich ist das irgendwas anderes. Die Templar-Sachen sind meistens nichts aus Gold. Oder zumindest halt nichts, was man gut verkaufen kann. Captain Kenway. Die Frage ist nur, wie lange schon? Hornigold. Brennen soll dieser Verräter. Erledige deinen Freund lieber schnell, Captain, bevor ich mein Wohlwollen noch bereue. Keine Sorge. Hornigold geht's an den Kragen, diesen blöden Wichser. Captain, denk lieber nochmal nach, was du hier tun willst. Was hast du wieder zu nörgeln, Ali? Es ist Ben Hornigold, der uns Kiel holen will. Ei, der Verräter muss sterben. Doch was dann? Bist du wirklich überzeugt? Du verdienst das Observatorium mehr als er und seine Tempel. Hauptsache, das Kriegsschiff sieht jetzt anders aus, hätte das alles angestrichen. Bloß wenn dir was Besseres einfällt, um Gottes Willen, raus damit. Verabschiede dich von Roberts. Hol die Assassinen. Bring sie her und lass sie das Ding beschützen. Ei, ich bringe sie her. Wenn sie bereit sind, dafür etwas springen zu lassen? Okay, auf geht's. Es wird ein harter Kampf, wenn Hornigold uns tiefer in diesen Nebel hineinzieht. Wir nähern uns dem Rückgrat des Teufels. Du meinst die Klippen, die aussehen wie der Rücken eines Monsters? Ei. El Espinazo del Diablo nennen die Spanier sie. Ja, ganz nach meinem Geschmack. Nicht. Vor allem, wenn sowas hier passiert. Also ich gehe jetzt weiter, die Benjamin aufspielen. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, eigentlich zu kämpfen. Vor allem, weil das... Das ist eine Fregatte, nee, da habe ich jetzt echt keine Lust drauf. Ja, das nächste Schiff entdeckt uns. Wahnsinnig super. Feind hat Verstärkung dabei, Captain. Klar, Verstärkung, sicherlich. Ich hasse die Gewässer. Er hat ja sonst keine Probleme. Und das Schiff war eben hinter uns. Wo sind die jetzt auf einmal? Ich bin richtig behindert, dass hier überall Gegner sind. Ey, das finde ich erschwert, das jetzt wieder so. Aber manchmal hasse ich diese Mission echt. Das ist nicht fair. Wie soll ich denn die jetzt ausfindig machen, wenn mich hier die ganze Zeit Schiffe beschießen? Wir haben schon einen Lebensbalken verloren. Da hinten sind sie wahrscheinlich, oder? Ach, wir haben den. Versenken. Oh, den Typ habe ich jetzt gerade aus Versehen überfahren. Hat der nun Schoner? Nee, oder? Und das ist eine Fregatte und das ist ein... Das ist echt nur ein Schoner, was der hat. Klar, jetzt greift uns doch die Fregatte an. So, mal schauen. So. Gut, jetzt nervt mein Kater wieder. Boah, der kann mir so auf die Nerven gehen. So. Gut. Moment, ach, falsche Taste am Drücken gerade.
Ey, meine Güte, das nervt so. Also mein Kater und dieses Schiff. So. Gut. Was ist denn da vorne eigentlich? Ey, das nervt so, dass die immer noch hinter uns her sind. Und komm schon. Ist dein Herz dafür bereit? Ehrlich gesagt, ich habe gehofft, das Meer würde ihn verschlucken und mir die Mühe ersparen. Müssen wir die jetzt entern? Oh ne, müssen wir nicht. Okay, muss ihn so zerstören. Nun gut. Ist aber echt ein kleines, miserables Schiff. Ich dachte ja eigentlich, der würde jetzt so, hätte von den Templern so eine richtig große Fregatte bekommen. Ich komme wieder zurück. Hätte der so eine fette Fregatte bekommen, wäre es sicherlich schwerer für uns gewesen. Benjamin Horningold erledigen. Gut, was ist hier optional? Horningold einen Luftattentat eliminieren. Okay, gut. Klar, dass er sich jetzt irgendwo nach hier irgendwo hin verfrachtet hat. Gut, wir haben eine Insel auch wieder entdeckt. Super. Wo denn eigentlich? Okay, hier. Gut. Ich mache jetzt auch kurz einen Prozess mit den Typen. So, ich habe nämlich keinen Bock jetzt irgendwie in irgendeiner Weise Nachsicht zu zeigen. So, der ist auch weg. Oder die ja eh gerade nicht gucken. Kann ich ja eigentlich auch weitergehen. Nein! Ach man, ich dachte, wir könnten da hochkommen. Ach verdammt, jetzt müssen wir wieder ganz hinten entlang. Ach man, und ich dachte, wir könnten da hoch. Ärgerlich. Klar, jetzt habe ich natürlich auch die anderen entdeckt. Da bin ich so schön an denen vorbei. Leute, habe ich den jetzt erledigt? Bin ich so schön an denen vorbeigekommen. Und dann kommt da jetzt sowas. Jetzt kommen da die nächsten. Genau das wollte ich ja eigentlich vermeiden. Dass sowas passiert. So. Gut, und ich müsste... Ah, ich muss über den Baum da hoch, okay. Ich wollte schon sagen, ich dachte, der kommt jetzt nicht hoch. Was, wer will jetzt hier was von mir? Hä, was mit dem Typen? Wer ist denn hier? Hallo? Hallo? Der Typ unsichtbar oder nur doof? Ach so, der backt hier drin rum. Hi. Cool. Dann back mal schön weiter, ich bin weg. So, per Luftattentat eliminieren. Ich werde es versuchen. Bei meinem Glück misslingt mir das eh wieder. So. Ich kenne den Bastard. Hi. Okay, nächste Luftattentat. Hi.
warst mal ein Mann, der für etwas Wahres einstand. Nun hast du nur noch ein Mörderherz. Und all deine Fehler brachten dir nichts als Narben. Auf jeden Fall besser als deins, Ben. Das Herz eines Verräters, der glaubt, er sei besser als seine Männer. Ei, und es ist wahr. Was hast du getan seit Nassau viel? Nicht mehr als morden und plündern. Du stehst mit denen im Bunde, die wir einst hassten. Nein. Diese Templer sind anders. Ich wünsch, du könntest das sehen. Doch wenn du deinen jetzigen Weg beibehältst, bist du bald der Letzte, der ihn noch geht. Und am Ende wartet der Galgen. Naja, okay, gut. Gut gesprochen. Auf jeden Fall auch cool, die Emotionen von ihm. Das mag sein. Doch nun gibt es eine Schlange weniger in der Welt. Und das ist mir genug. Okay. Mission beendet. Wir haben wenigstens eine Sache geschafft. Genau, nämlich ihn per Luftattentat eliminieren. Okay. Gut. So, die ganzen Sachen. Obwohl, nee, den Aussichtspunkt könnte ich ja nicht machen, wenn ich einmal hier bin, oder? Genau, das mache ich jetzt. So, den kann ich ja machen. Und dann gehen wir zur nächsten Mission. So, jetzt schaue ich mal eben, wo wir denn jetzt überhaupt hin müssen. Ich hoffe, zu einem Ort, wo ich schon mal... Vergesst es einfach. Das Observatorium. Ah, ja. Gut. Dann schauen wir doch mal, wie wir da hinkommen.